Ja, spannend, tolle Inszenierung. Besonders gut haben mir die Orchester-Zwischenspiele gefallen. Warum redest du nicht? Weil du doch nur streitest. Ich denke, wenn man auf 2 Monate wartet, hätte man mit seiner Frau doch manche Pflichten zu besprechen. Also sängerisch grandios, schauspielerisch auch ganz toll. Es war sehr kurzweilig, aber ja, die Musik fand ich auf jeden Fall, war Neuland für mich und fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin Frau Hofkapellmeister Storch, ein Mann, der berühmte Ton. Es hat mich überrascht, dass sie immer besser wurde. Das hat mich so an Netrebko erinnert, als ich die das letzte Mal gesehen habe. Umso länger sie auf der Bühne war, umso toller war das. Ja, was ich besonders gelungen fand, waren diese cinematografischen Elemente. Also, dass das Orchester dann als Videoleinwand eingeblendet wurde und so. Also ich fand es eine super Inszenierung. Ja, dass die Frauen quasi von Strauß in ihren Rollenbildern manifestiert wurden und die Frau als eigentliche Person nicht mehr wahrgenommen wurde. Das fand ich eine gute Interpretation. Liebe Schatz! Kann ich Ihnen in irgendetwas beistehen? Und es ist ein starker sozusagen Male Gaze, also männlicher Blick einfach, dass es irgendwie die Frau ist, die sich in Widersprüchen verstrickt und er ist am Ende fein raus sozusagen. Das stößt einem so ein bisschen auf, natürlich aus heutiger Perspektive, aber ich fand es spannend, das überhaupt jetzt mal so als Oper zu sehen. Ich will mich scheiden lassen! Total unterhaltsam, angenehm modernisiert. Ja, ich fand es mega, war sehr kurzweilig, auch wenn die Handlung auf den ersten Blick nicht so viel hergibt, aber war sehr kurzweilig.